Es weiß immer ein Esel einen anderen zu schätzen. Das ewige Wort wird nur in der Stille laut. Gott vergibt lieber Großes als Kleines. Ich sage, dass ein vollkommener Mensch sich so schwer von Gott scheiden und trennen würde, dass ihm eine Stunde ebenso schmerzlich wäre als 1000 Jahre. Immer ist die wichtigste Stunde die gegenwärtige, immer ist der wichtigste Mensch, der dir gerade gegenübersteht, immer ist die wichtigste Tat die Liebe. In dieser Liebe, in der Gott sich selber liebt, in der liebt er die ganze Welt. In dieser Lust, in der Gott sich selber genießt, in der genießt er die ganze Welt. Das Ineinanderfließen in der Gottheit ist ein Sprechen sonder Wort und sonder Laut, ein Hören sonder Ohren, ein Sehen sonder Augen. Gott hat auf Erden so viel Raum, als der Mensch ihm macht. Alles, was vergangen ist, alles, was gegenwärtig ist, alles, was zukünftig ist, das erschafft Gott im Innersten der Seele. Gott ist immer in uns, nur wir sind so selten zu Hause. Die Buße ist schlechthin Erhebung des Gemütes über alles Endliche, ein Aufgehen in Gott. So weit du ausgehst aus allen Dingen, so weit, nicht weniger und nicht mehr, geht Gott ein mit all dem Seinen. Dem ruhigen Geist ist alles möglich. Du brauchst Gott weder hier noch dort zu suchen, er ist nicht weiter als vor der Tür des Herzens. Dort steht er und harrt und wartet. Wer werden will, was er sein sollte, der muss lassen, was er jetzt ist. Was kann es Süßeres geben, als einen Freund zu haben, mit dem du alles, was in deinem Herzen lebt, bereden kannst wie mit dir selber? Es war nie größere Mannheit und Streit und Kampf, als der sein selber vergisst und verleugnet. Halte dich abgeschieden von allen Menschen, bleibe ungetrübt von allen aufgenommenen Eindrücken, mache dich frei von allem, was deinem Wesen eine fremde Zutat geben könnte, und richte dein Gemüt allzeit auf ein heilsames Schauen, bei welchem du Gott in deinem Herzen trägst, als den Gegenstand, von dem deine Augen nimmer wanken. Alle zerstreute Kraft ist unvollkommen. Nimm das schnödeste Geschäft von der Welt. Deine Hingabe verleiht ihm Adel und höheren Wert. Je mehr die Seele über irdische Dinge erhaben ist, desto mehr Kraft hat sie. Hätte ich einen Gott, den ich verstehen könnte, ich wollte ihn nimmer für Gott halten. Gott ist mir näher, als ich mir selber bin. Mein Dasein hängt daran, dass Gott mir nahe und gegenwärtig ist.
Nicht durch ein Gebet kann ein Herz rein werden, sondern aus einem reinen Herzen entfließe das reine Gebet. Der Mensch lasse zuerst sich selbst, dann hat er alles gelassen. Die Menschen sollen nicht so viel nachdenken, was sie tun sollen, sie sollen vielmehr bedenken, was sie sind.